Hätte ich mir die Augenbrauen noch zupfen können? Ja. Habe ich mir die Augenbrauen noch gezupft? Nö. Hi ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich wollte mich gerade fertig machen für ein anderes Video und habe gedacht, da ich hierbei ein paar neue Sachen ausprobieren wollte, nehme ich euch einfach mit. Zwei Fliegen, eine Klappe, großartig. Und zwar, wer mein Make-up XX Revolution, ihr wisst, ich habe keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht, Video gesehen hat, weiß, dass die Foundation, die ich mir bestellt habe, viel, viel, viel zu hell ist. Wir werden aber nachher versuchen, das hiermit zu retten. Aber fangen wir erstmal an. Ganz normales Full Face. Da fällt alles um. Mit meinem Lieblingsprimer Tensation von Catrice. Ich liebe ihn. Achso, bevor wir jetzt weitermachen, muss ich mir mal eben die Haare zurückbinden, weil ich sonst wahnsinnig werde, wenn mir die Strähnchen die ganze Zeit im Gesicht hängen. Ist nicht schön, aber sehr, sehr wirkungsvoll. Oh, mir juckt der Kopf. Haare sind frisch gewaschen. Ich habe ein Haaröl reingemacht. Sieht schön aus. Sieht richtig schön fettig aus und klebrig. Macht aber nichts. So, ho, ho, ho. Ich werde mir jetzt einfach was von der Foundation auf den Handrücken geben. Und weil ich Angst habe, dass das zu schwierig wird mit dem Mischungsverhältnis. Wenn ich nur so zwei Pump nehme, nehme ich ein bisschen mehr. Bisschen mehr. Reicht für eine halbe Fußballmannschaft. Und jetzt nehmen wir diesen Diesel Essence Make-up. Ja. Darkening Drops. Und geben hier mal einen Drop rein. Hallo? Pump. Interessant. Ich glaube, darf noch ein Drop. Ein Drops noch. Drops. Großer Drops. Ich mag das Wort Drops. Der Hund von einer Freundin von mir hieß Drop. Und das passt. Das sah ein sehr gemütlicher. Immer noch zu hell. Noch mehr Drops. Sehr dunkelbrauner. Schokodropsfarbener Labrador. Okay. Wird besser tatsächlich, ne? Oh. Bisschen hell immer noch. Jetzt habe ich auch schon so viel verrührt und gemacht und getan. Das ist die ganze Menge weg. Also direkt ein bisschen mutiger. So richtig? Weiß ich nicht. Ich bin wahrscheinlich viel zu vorsichtig damit. Es ist nicht mehr so weiß wie beim ersten Video. Ist ja schon mal schön. Und ich habe, ja, viel Produkt im Gesicht. Und ich glaube, wenn ihr eben schauen wollt, es oxidiert auch ordentlich. Schön. Und ich gebe mir hier einen nach dem nächsten ins Gesicht. Wenn ich hier gleich Blackfacing mache, ne, war das keine Absicht. Dann schmier mich wieder ab. Schmier mich wieder ab. So, beim letzten Mal hatte ich auch diesen Schwamm hier von Revolution bei dem Produkt. Das hat irgendwie auch nicht so gut geklappt. Ich nehme jetzt meinen geliebten Schwamm von Luvia oder Luvia. Whatever you wanna call it. Okay, also, auf jeden Fall gefällt mir das Produkt an sich jetzt schon viel besser als beim letzten Mal. Es ist richtig schön dick und klebrig. Ich mag das ja. Und matt. Überhaupt eine Matte Foundation? Was ist das überhaupt nicht? Revolution Beauty Foundation. Made in Taiwan. Okay. Wenn man hier die Verpackung wegwirft, hat man keine Ahnung mehr, was es ist. Okay, also dieser rosige Unterton der Foundation ist immer noch schön drin. Noch sehr schön erkennbar. Aber ich hätte viel mehr von diesen Drops nehmen können. Aber gut. Weiß ich ja Bescheid. Auf jeden Fall funktionieren sie. Das war auch schon mal toll. Zum Setten nehme ich das 5-in-1 Setting Powder von Catrice. Liebe es. Und den Blendeful. Ist das traurig. So, ordentlich Setting Puder, damit wir gleich schön bronzen können. Gut, gut. Bevor wir zum Bronzen kommen, konturieren wir ein bisschen. Nur ein kleines bisschen. Und ich nehme da wie immer die Essence Contouring Palette, weil fast nichts ist so toll wie die. Nur ein kleines bisschen hier so. Täuschen wir an, ich hätte Wangenknochen und kein Pfannekuchengesicht. Ja, ich weiß, ich sage das immer wieder. Aber man muss halt mit dem arbeiten, was man hat. Dann ist doch okay. Also es gibt Birnengesichter, die gefallen mir weniger. Es gibt aber auch sehr viele Gesichter, die gefallen mir mehr. Ich liebe das, ne? Seht ihr den Unterschied? Kein Wangenknochen, ein Wangenknochen. Gut, jetzt kommen wir mal zur
Make-up Revolution Blush Palette, die für mich keine Blush Palette ist. Darüber hatten wir ja schon gesprochen. Das ist die Blush Golden Sugar to Rose Gold Palette. Also, das ist die Blush Palette. Ich weiß nicht, wie gut ihr das erkennen könnt. Für mich ist der einzige Ton, der eventuell ein Blush ist. Na gut, zwei. Mit ganz viel Willen drei. Der, der und der. Obwohl der schon extrem glänzend ist und der auch. Und auch das wäre eher ein Highlighter. Könnte mir vorstellen, den hier als Bronzer zu nehmen. Den hier zum Bronzen. Vielleicht den als Blush, wenn ich mal keine Lust auf farbigen Blush habe. Ich. Also ist auch für mich jetzt kein Blush. Aber ist ja nicht schlimm. Gehen wir also in diesen Ton hier unten. Er ist doch kein Blush. Und wärmen das Ganze auf. Boah, ich meine, so ist schön, ne? Aber wie gesagt, ist doch kein Rouge. Blush, wie auch immer. So schön, ist jetzt nicht so intensiv. Ein bisschen, immer noch ein bisschen blass. Ich gehe mal in den oberen Ton noch mit rein. Okay. Ist fein. Also nicht, dass ich sage, kauft das unbedingt. Aber wenn ihr es habt, könnt ihr damit Sachen machen. Könnt ihr euer Gesicht ein bisschen aufwärmen. So, kommen wir zum Blush. Da habe ich mir letztes Mal einfach, weil ich Lust hatte, bei Cosmetic for Less, glaube ich, als ich da bestellt habe, ein neues Blush bestellt. Und es sah im Internet total, ja, fast schon pinkig aus. Und ich so, yeah. Und es heißt auch Berry. Einfach ein mattes Puderblush von Catrice. Es ist aber nicht so berry, wie es im Internet aussah. Ne? So sieht's aus. Run the World. Benutze hierfür mal mein Baby Blende Full. Ah, ne, geht. Mach das im Moment auch irgendwie immer gern ein bisschen mit auf die Nase. Weiß auch nicht. Fein. Nö, Farbe schön. Berry ist es nicht. Für mich nicht. Berry ist für mich ein bisschen pinkiger, aber okay. Dann habe ich noch ein Light and Glow Set Kit von I Love Makeup. Also es ist, glaube ich, auch von Revolution. Glaube ich. Ach, ich weiß es nicht. Schokolade drauf. Also sieht aus wie Schokolade. Riecht sogar nach weißer Schokolade. Bisschen so sieht das Ganze aus. Hat ein Spiegelchen. Wir haben hier zwei Highlighter drin. Ein bisschen gelber und ein bisschen rosiger. Ich gehe in beide und dann gucken wir mal. Nett. Guck mal, da, schön. Gut, gut. Also auch kein Fail. Dann Augenbrauen. Habe ich nichts Extremes vor. Hier mein Catrice Eyebrow Stylist. Bisschen durchkämmen. Dann einfach nur hier das ganze Mistchen optimieren. So, hätte ich mir die Augenbrauen noch zupfen können? Ja. Habe ich mir die Augenbrauen noch gezupft? Nö. Das ist jetzt auch nicht so mega schön sein. Also ich liebe immer noch Insta-Brows. Dieses krass definierte und hier so. Soll ich euch sagen, ich bin zu faul dazu? Das ist leider so. Ich bin echt zu faul. Okay, jetzt machen wir weiter mit Lidschatten. Und zwar habe ich ja die Extravaganza Lidschattenpalette von XX, Double X, Whatever X, Revolution so gehypt. Ich war ja mega hin und weg. Und dann habe ich ein Video gesehen von, ich glaube, von Robert Welch oder James Welch. Es sind Zwillinge. Der eine ist so der Hautpflege-Guru. Und zwar wirklich, ich finde, eine Koryphäe. Ich wollte dieses Wort immer mal benutzen. Immer unbedingt mal benutzen. Was soll ich sagen? Boah, das geht überhaupt nicht ab hier. Nein, ich glaube, Robert ist der Make-up-Guru und James ist der Hautpflege-Guru. Falls ich mich jetzt vertue, sorry. Der hat die Palette benutzt und hat gesagt, Katastrophe. Geht gar nicht. Der hat aber auch ganz andere Farben genommen als ich. Der hat die lila Töne genommen und es hat halt für ihn überhaupt nicht geklappt. Und es hat auch nicht geklappt. Und ich meine, der Mann ist echt. Also, wenn ich nur halb so gut wie der schminken könnte, ne? Ja, ratet, was wir tun. Natürlich geißeln wir uns selbst, schminken wir damit ein lila Make-up. Da ist die Palette. Da sind die angeblichen Farben des Grauens.
Übrigens habe ich den hier letztens einmal ausprobiert. Diesen sehr, sehr schönen taubenblauen Ton. Und da war ich auch echt. Der ist nicht so gut pigmentiert, wie ich dachte. So, als erstes ein bisschen Eyeshadow Base. Gut. Dann nehmen wir unseren mittelgroßen Blendpinsel und gehen als erstes, machen wir uns das Ganze doch direkt total leicht in den Ton hier. Könnt ihr das sehen? Ja. Beim letzten Mal konntet ihr die Farben kaum sehen, weil die Palette zu groß war und ich euch zu nah rangeholt habe. Sorry. Also beim letzten Mal mit der Palette. Ein bisschen Fleck. Aber die Base ist feucht, es ist lila. Es ist nicht, dass ich sage, wow, ist ja schlimm. Aber der hat echt, oh, der Palette, ich glaube, so minus 5 von 10 Punkten gegeben. Tut mir leid. Es klappt aber ganz gut, ich weiß nicht. Wahrscheinlich sind einfach, meine Ansprüche sind einfach unterirdisch. Wenn man so guckt, ist schon fleckig, ne? Aber wir sind ja noch nicht fertig. Zweifel retten wir das einfach mit einer Cut Crease. Ist ja immer, wenn irgendwas so super fleckig wird, ne? Wenn man jetzt hier so die Lidfalte und da drüber so ein bisschen bunt macht und die Farbe wird fleckig und der Übergang wird nicht schön und alles ist so ein bisschen, ich sag's euch, macht eine Cut Crease. Das rettet fast alles. Also so schlimm, wie er sagt, finde ich die echt nicht. Einfach mal schauen. Ich ist immer in Ordnung, wenn Menschen verschiedene Meinungen haben, ne? Gott, dann will ich nicht sehen, wie ich wahrscheinlich abgebe an einem Produkt, was der gut findet. Weil das ist jetzt für mich hier keine Katastrophe. Ist vielleicht nicht die krass deckendste Geschichte der ganzen Welt. Wie heißt der lila Ton von Hatti? Ist das Venenum? Der ist krass. Der ist zwar minimal fleckig, aber ich meine, hallo, der ist dunkel, 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 dunkel lila. Der ist krass. Also man muss schon ordentlich aufbauen. Das kann ich sagen, aber ich finde, dann funktioniert es halt auch, ne? Ich nehme jetzt mal einen ganz großen oder noch größeren, fluffigen Blendepinsel und gehe hier in die Farbe. Hier, Lavendelrosa heißt die nämlich. Steht da nicht, aber ich weiß das. Weil das ganz leicht auszublenden. Hier kommt auch noch ein bisschen Lavendelrosa hin. Immer, ne? Mache ich an der einen Seite so ganz vorsichtig und denke, oh, guck mal, schön, das klappt. Und bei der anderen Seite denke ich dann, ich weiß ja jetzt, wie es geht. Pff. Ich bin so ein richtiger Bollerkopf manchmal. Das war noch ganz gut funktioniert. Gut, was machen wir denn jetzt? Natürlich gehen wir jetzt in das dunkle, dunkle, dunkle Lila. Ich fürchte, jetzt muss ich aber das Lid straffen. Das wird der Ton. Und dann werde ich auch, nämlich jetzt nicht immer Bock, jedes Mal die Palette hier mit zwei Händen hochzuhalten, in den Ton gehen. Und vielleicht sogar in den, falls der ein bisschen dunkler ist. Ich möchte sowas wie so ein Halo-Eye daraus basteln, wenn ihr versteht. Jetzt erstmal so einen flachen Lidschattenpinsel gehen in den matten Ton. Ich glaube aber nicht, dass der dunkel genug ist. Obwohl, wir können ja auch komplett durchdrehen und da Schwarz auch noch ein bisschen benutzen. Können wir. Dann ziehen wir mal das Lila hier weiter in die Mitte, wenn noch Schwarz nach außen kommt. Oh Gott, also entweder wird es die reinste Katastrophe oder es wird richtig cool. Seht ihr das da? Da ist so ein Strich. Ja, kennt man. Ja, es ist ein bisschen fleckig. Okay. Nicht die beste Palette der Welt. Da muss ich wohl doch noch die vom Beauty Bay bestellen, hä? Übrigens, ich habe nur einen Satz zum amerikanischen YouTube-Drama. Einen Satz nur. Mehr hört ihr von mir dazu nicht. Ich wollte die Cremated-Palette so gerne haben. Das war's. Mehr sage ich dazu nicht. Ja. Gut. Schwarz. Oh oh. Oh, heilige Maria, hoffentlich klappt das. Ich gehe mal direkt in den dunklen lila Schimmerton zum Verblenden. Bin direkt feige. Ja, alles ist gut. Hab doch der Klecks jetzt nicht in alle Richtungen rum. Ne? Aber das tut ja nicht. Guck mal, macht ja gar nicht. Feiner schwarzer Ton. Fein. Okay. Oh, mein Spiegel ist voll dreckig. Wenn man schwarzen Lidschatten aufträgt, sieht man das auch extrem. Mal im Ernst, also ich finde es echt ganz geil. Okay, machen wir Holo-Effekt. Als erstes gehen wir in diesen Schimmerton, der hier oben. Oh, ich nehme sie doch nochmal in die Hand.
Da. Dieser hier zwischen Lila und Fliederrosa. Rosa Flieder. Packen uns den hier so hin. Packen uns mehr davon hier hin. So. So. Und dann nehmen wir uns noch jetzt einen Lidschattenpinsel angesprüht. Bin in den Silberton gegangen. Boom! Dieser Ton ist echt hardcore. So, mit dem Pinsel, mit dem ich in Schwarz war, gehe ich jetzt nochmal in den dunkleren der beiden matten lila Töne. Packen wir das hier unten so drauf. Wenn da noch ein bisschen Schwarz dran ist, macht das ja nichts. Dann gehe ich damit nochmal in Schwarz. Prima. Und dann nehmen wir den Pinsel mit rosa-violett dran. Also ganz ehrlich, ne? Es gibt nichts leichteres als unteren Wimpernkranz. Ich weiß auch nicht. Innenwinkel nehmen wir diesen hellen, großen. Gut, dann machen wir nochmal eben das Auge auch fertig und kleben mir Lashes auf und dann bis gleich. Da sind wir fertig. Ich habe in der Zeit auch noch direkt die Lippen gemacht. Dafür habe ich genommen ein Lippenstift von Rival de Loop. Ganz einfach, ganz günstig in der Farbe 22 und hier drüber den Color Boost Lipgloss von Essence. Ich finde eine schöne Kombi dazu. Gar keine Frage, die Augen sind großartig. Also hier, Mr. Welch. Für mich ist die Palette mega. Ich hatte jetzt wirklich Angst, dass es voll nicht funktioniert, dass es mega fleckig und schrecklich wird. Aber mit viel, viel, viel Mühe beim Aufbauen hat das ganz gut geklappt. Vielleicht auch, weil die Base noch richtig schön sticky war. Ich denke mal, auf einer gesetteten Base könnte das Ganze tatsächlich noch schwieriger werden. Ja, ausblenden ist dann natürlich immer ein bisschen leichter, aber ich glaube nicht, dass die lila Töne dann wirklich rauskommen. Gut, das war doch relativ erfolgreich. Ich werde mir hiervon und hiervon was zusammenmischen in so einem kleinen Fläschchen. So lange mischen, bis ich die richtige Farbe habe. Und dann klappt das. Wimpern finde ich total schön dazu. Sind wieder Bliss Lashes. Diesmal in der Farbe 123. Und ja, ich habe schon wieder Wimpernkleber auf die Verpackung geschmiert. Ihr Lieben, das war's mit diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst mir unbedingt einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr freuen. Gefällt euch der Look? Gefällt euch der Look nicht? Kennt ihr gute, wirklich gute Lidschattenpaletten mit lila Tönen drin? Ich weiß, war das Urban Decay, die gerade eine lila Palette rausgebracht haben? Oder jedenfalls habe ich die gesehen bei Maxime Giacomo im Video und es war ja jetzt mehr so semi-geil, weil alle schimmernde Farben waren, bis auf eine. Und das ist, nein, da bin ich kein Fan von. Ja, es gibt noch die, ist das Bloodlust-Palette von Jeffree Star. Aber auch dazu möchte ich nur sagen, ich hätte die Cremated-Palette so gerne gehabt. Verdammte Axt. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund, wir sehen uns. Tschüss.